Moin Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Planet Zoo. Wir sind wieder zurück am Start und wie ihr bereits sehen könnt, sind wir nochmal im Reptilienhaus unterwegs. Und zwar, wie ich schon direkt das Gebäude auch hingebaut habe, bauen wir in dieser Folge einmal ein Vivarium, ein großes, also ein begehbares. Und zwar, wenn wir natürlich schon im Reptilienhaus unterwegs sind, dürfen vielleicht aber auch mal so die Schmetterlinge nicht fehlen. Und da es ja durch eines der letzten Updates mal so ein Update gab für ein begehbares Vivarium, wo man jetzt auch Schmetterlinge reinsetzen kann, aber auch allerlei andere Tiere, dachte ich mir, wird's doch mal an der Zeit. Zumal dem, muss ich sagen, habe ich damit selber noch nie gebaut. Das heißt auch, für mich war das das allererste Mal und ich war auch ziemlich neugierig, muss ich sagen. Dementsprechend konnte das nicht mehr so lange auf sich warten lassen. Genau, das werden wir diese Folge einmal machen. Wir werden das begehbare Vivarium einmal hier rein integrieren und wir werden noch ein weiteres Gehege dann dazu bauen. Aber dazu kommen wir dann später.
Jetzt starten wir einmal das Vivarium von drinnen aus. Und ich muss sagen, so viel Auswahl hast du da gar nicht, wie ich eigentlich erhofft hatte. Denn ihr seht, wir können die Wände halt in Glaswände umändern oder wir machen es halt zu so grauen Wänden. Generell auch ein paar Pflanzen sind da drin reingesetzt, aber es sieht halt noch sehr, sehr leer aus. Und da werde ich auf jeden Fall noch einiges dran machen. Werdet ihr dann auch gleich noch mal sehen. Zudem muss ich sagen, so ja, Glas ergibt voll und ganz Sinn. Aber ist vielleicht auch noch eine Variante mit, weiß ich nicht, so einem Stein, mit einer Steinwand, so mit so einem Steingebilde, wäre vielleicht auch ganz cool gewesen.
Nun wird hier einmal das Gehege bestückt neben dem Reptilienhaus. Und gut, so viel Platz hatten wir da gar nicht mehr. Wobei, wir hätten das Gehege auch nach hinten noch ein bisschen erweitern können. Aber so groß wollte ich das gar nicht machen. Und dementsprechend gab es da jetzt nicht so viel Auswahl, sage ich mal, von tropischen Tieren, die halt nicht so viel Platz brauchen. Aber ich muss sagen, der Babirusa, der passt hier sehr gut rein. Zudem nochmal in die Mitte so ein Schlammbad oder wie das heißt, hingesetzt. Passt ja auch sehr gut nochmal rein. Warum nicht? Im Vivarium habe ich nochmal diese, ich sag mal, bepflanzten Wände mal an die Seiten gesetzt. Und ich muss sagen, das sieht gar nicht so schlecht aus. Generell am Ende der Folge werden wir halt nochmal diese drei Szenen zeigen. Werdet ihr nochmal sehen, dass ich am Vivarium nochmal ein bisschen weitergebaut habe, so, ne, damit ihr nochmal ein anderes Finalprodukt davon seht. Genau, generell habe ich auch gleich nochmal ein paar Pflanzen hier reingesetzt, damit es hier ein bisschen voller aussieht. Aber das seht ihr gleich. So, und dann kommen wir jetzt auch schon zum Ende von dieser Folge.
Ich hoffe natürlich wie immer, dass euch diese Folge Planet Zoo gefallen hat. Wenn ihr Ideen und Vorschläge habt, gerne in die Kommentare rein. Und dann bleibt mir nichts weiter zu sagen, außer habt ihr einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal und haut rein.